Wir befinden uns hier in Wien am Franz-Josefs-Quai. Es ist richtig schön sonnig und auch richtig heiß. Wir haben ja schon die ersten 30 Grad Temperaturen im Mai gemessen und jetzt im Juni. Da kommt sozusagen einer nach dem anderen. Das fühlt sich schon so richtig wie Sommer an. Allerdings fehlt noch ein ganz wichtiges Asset in Wien, nämlich die Baustellen. Auch der Baustellensommer, der geht jetzt richtig los. Hinter mir sieht man schon die Baustelle der Wiener Linien. Hier wird bei der Sanierung an der Abdichtung der Tunneldecke der U4 gearbeitet. Baubeginn war da schon am 1. Juni. Fertig sein will man dann am 1. bzw. am 4. September. Allerdings ist das noch nicht alles, was hier passiert. Am Freitag um 22 Uhr eröffnet hier eine zusätzliche Baustelle. Das heißt, hier wird eine weitere Spur vom Franz-Josefs-Quai blockiert. Und was dann überbleibt, ist ein Franz-Josefs-Quai mit zwei Spuren. Und zwar nicht nur bis zum 4. September, sondern sogar bis in den Oktober hinein. Die Frage ist, wo sollen die Autos hin? Gut, einerseits muss man natürlich sagen, in den Sommermonaten, also vor allem Juli und August, ist definitiv viel weniger Verkehr in Wien in der Stadt. Deswegen werden ja auch da die meisten Baustellen geplant. Aber spätestens im September wird es dann durchaus gröbere Staus geben. Und allgemein ist zu sagen, der Franz-Josefs-Quai ist auch im Sommer eine durchaus befahrene Straße. Also zwei kurze Staus gibt es fast immer, mal in der Früh und am Abend. Ja, und an besonders verkehrsreichen Tagen können die auch zusammenwachsen und man steht hier im Prinzip den ganzen Tag im Stau. Der ÖAMTC, der warnt vor allem deswegen auch vor diesem Nadelöhr in Wien, weil die Franzensbrücke aktuell gesperrt ist. Die verschlimmert die Situation noch und sobald dann am Freitag ab 22 Uhr auch die weitere Spur vom Franz-Josefs-Quai zu ist, geht man davon aus, dass es im gesamten Umkreis Staus geben wird, wie zum Beispiel auf der Rosauer Lände oder auch am Schottenring, auf der oberen und unteren Donaustraße bis hinüber zur Franzensbrückenstraße oder eben auch der vorderen Zollamtstraße. Der Tipp des ÖAMTC ist, am besten in dieser Zeit auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen.